Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Erst einmal hallo, Claire. Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Ohne Begrüßung, wie unhöflich. Und daher erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Qualifying aus Deutschland. So, Claire, jetzt lese ich hier noch meine Zeiten vor. Was hast du nun davon? Wir sind gefahren auf Lilas 1.11.149, Alonso auf den gelben 1.12.735. Wie auf den gelben 1.12.162, 6 Zehntel schneller. Natürlich, unser Triebwerk ist zuverlässig. Tests Zuverlässigkeit verbessern. Wir würden nicht so viel fahren, wenn der Wagen es nicht aushalten würde. Natürlich, die neue Aero, das neue Aero-Paket ist reduzierte Belastung und so weiter und so fort. So, genau. Ihr Energiespeicher, Claire. Das ist eine Finta. Sie waren im Training unheimlich schnell. Würden Sie sagen, dass Sie sich hinterm Steuer ziemlich wohlfühlen? Wie Sie das schnell betont, das gefällt mir. Sie waren im Training unheimlich schnell. Der Wagen fährt auf dieser Strecke wie eine Eins. Ich fühle mich fantastisch. Mit diesem Motor kann niemand mithalten. Unser Aero-Paket ist der Hammer. Ja, ich weiß, dass ich dem Wagen alles abverlangen kann. Eins. Weil Paul ist das Ziel und Rennergebnis technisch auch. Klasse, das war dann alles. Jetzt muss ich noch dran denken, die Teile zu wechseln. Das habe ich nämlich am Ende des freien Trainings verratzt. Gerade eben noch gedrückt hier, fertig und dann... Im Qualifying müssen wir laut Vertragsteamziel, wofür es Ressourcenpunkte gibt, Dritter oder besser werden. Da steht's nochmal. Emma, viel Glück. Hier ist eine kleine Erinnerung. Denk dran, die Teile zu ändern. Regnen soll es nicht, wenn da keine Wolke noch irgendwie tropfen will. Und ich muss noch die Teile ändern. Ja, ich wollte hier die Zweitältesten haben. Das sind doch die Zweitältesten, ne? Ja. Was ich im freien Training angesprochen habe... Hamiltons Wunderleistung in Kanada, weil, hier sehen wir es nochmal, ach nee, der ist auch in Bahrain auf der 2 gewesen, aber wenn wir uns die restlichen Ergebnisse anschauen, Bahrain 2, Kanada 2, ansonsten eher so um Platz 10 herum unterwegs oder gar schlechter im Schnitt oder eben sogar schlechter, wenn man die beiden besten Platzierungen rausnimmt. Bei Vettel sieht's besser aus, aber... Im Schnitt ja, aber es bringt weniger Punkte. Bei so viel besser auch nicht. Wenn man die beiden besten Ergebnisse rausnimmt, dann sieht es schlechter aus. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein, kein großes Thema. Wir gehen ins Qualifying. Heute begrüßen wir Sie aus Deutschland zum Qualifying auf dem berühmten Hockenheimring. In den nächsten Minuten wird die Ampel in der Boxengasse grün und dann geht's los. Wie der Helikopter da oben steht. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. Gedreht wird sich jetzt nicht mehr. Fährt gleich jemand raus, links neben uns. Wir kontrollieren erstmal unser Setup.
Das müssen wir selbst machen, weil auf alle anderen ist da kein Verlass. Oder ich verstehe es selbst. Tanken müssen wir noch. 5,3, genau. 7,8 auch hier. Auf der Strecke ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Dann können wir auch rausfahren. Lederreifen sind drauf. Los geht's. Alles klar. Ich muss dann vor Q2 nochmal die Rennstrategien der letzten Saisons angucken, da wo wir es auch trocken hatten, also speziell auch letzte Saison. Jeff, sehr leise. Alles klar. Letzter Bericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Der Vordermann ist gerade zu nah. Der ist mir zu nah. Da räumen wir auf jeden Fall in der schnellen Runde irgendwie auf. Im freien Training habe ich gemerkt, solche Abstände haben nicht ausgereicht. Obwohl die Strecke so kurz ist. Allerdings konnte man im freien Training noch eher mit unterschiedlichen Reifenmischungen fahren. Hier fahren jetzt erstmal so ziemlich alle auf den Lilas. Okay, dann lasse ich hier sausen, damit ich den letzten Sektor schnell angehen kann. Hinter uns ist gerade niemand. Werden wir im Qualifying eine 1.9er irgendwie von irgendwem sehen? Ich kann die ganze Runde auf heiße Runde gehen. Oder ich schalte zwischendurch mal auf hoch und kann dafür auf der langen Geraden nach der Parabolika auf überholen gehen. Das wäre nicht optimal. Überhaupt nicht. Übrigens, aktuelle Teilabnutzung. Hier nochmal alles auf einen Blick. So, genug. Na, das wird nicht meine schnellste Runde werden. Hier steckt bestimmt noch über eine Sekunde drin. Es war noch eine zweite Aufwärmrunde. Hab ich auch Zeit liegen lassen. Unnötig. Gebremst. Also mit einer Sekunde ist hier noch nicht zu rechnen. Aber 11.4 sind wir schon mal gefahren. Jetzt können wir auch noch da das Heck rum. Eieiei. Eine 1.9er wird das so nicht. Überhaupt nicht. Daran glaube ich auch gerade gar nicht mehr. Wir werden die Teile noch etwas strapazieren müssen. Zwei Zehntel schneller. Thank you.
Mann, ey. Ich fahre jetzt jede Runde in jeder Ecke im Strommodus 5. Dann kann ich mich gerade noch etwas mehr auf die Kurven konzentrieren, denn das gefällt mir gerade gar nicht, was ich mache. Da sind noch viel zu viele Ungereimtheiten drin. Auch wenn es jetzt mal 0,4 schneller ist. Es wird zu spät eingelenkt. Zwei Zehntel langsamer. Alonso liegt vor uns. Jetzt wieder aus dem Mist. Na, Vorsicht, wenn ich da zu sehr ranstehen mitnehme, dann geht's ab in die Bande. Hatten wir schon im freien Training. Jetzt kommt ja sogar der siebte Gang zum Einsatz. Endlich passt mal die erste Kurve. Fahrer vor mir. Fernando liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,10,4. 4 Zehntel weg. Bleibe ich im sechsten. Und da sind wir auf der 1. Fahrer hinter mir. Fernando liegt hinter dir. Ihre beste 102 Grad von links. Eine Minute, 10,4. Das wird interessant in Ungarn. Da war ich ja bisher auch immer nahe an der Grenze von, na, geht gerade noch so oder eben schon zu warm. Fahrer hinter mir. Das ist Fernando hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,10,4. Wird eigentlich Hülkenberg wissen, aber stimmt, der ist ja nicht hinter uns. Statt des Konkurrent. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 12,6. 12,6 fährt er mit Gelben, oder was? Ist ja auch bloß ein Red Bull. Bin mal gespannt, wie weit Renault weg ist. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. So, die Reifen runter. Geht eigentlich noch mit einem leichten Auto? Ja, geht noch. Wir gleich mal auf Alonso und ich gucke schon mal nach der Rennstrategie. Wie lange sind wir mit welchen Reifen in den letzten Saisons bei Trockenheit gefahren? Das erste Rennen weiß ich noch, da war es sehr nass. Überwiegend, gegen Ende wurde es trocken. Saison 2 war komplett trocken, da sind wir auf Weiß und auf Gelb gefahren. Weiß bis Runde 18, dann auf den Gelben nach Hause. Etwas weniger als die halbe Renndistanz auf den weicheren Reifen. 34 Runden fahren wir hier.
Und in der letzten Saison bin ich sogar erst in Runde 19 von den Weißen auf die Gelben gegangen. Dann fahren wir auch wieder Weiß und Gelb. Heißt, wir müssen in Q2 mit den Gelben weiterkommen. Und die sind eine Sekunde langsamer als die Lilanen. Und die Strecke hier ist nicht lang. Es wird schwierig. Townsend liegt Alonso hinter uns. Sektor 2 gehört uns überhaupt gar nicht und Hülkenberg ist etwas mehr als 2 Zehntel hinter uns. Sektor 1, da verliert Alonso 3 Zehntel. Im zweiten Sektor, oh, da gewinnt er 4 Zehntel. Im letzten Sektor gewinnen wir 1 Zehntel. Und dann war das gerade sehr gerundet, deswegen kommen wir so bei in etwa plus minus 0 raus. Hülkenberg im ersten Sektor langsamer als Alonso, im zweiten ist er schneller und im letzten Sektor ist er hauchzart. Na, ein Zehntel, nur doch, da ist er am deutlichsten hinten. 1,8 Sekunden auf Platz 10, liest sich erstmal nicht verkehrt. Also wir 10-4 und der 10. 12-2. Also wir fahren einfach eine 1-11er und fertig, 1-11-4. Holt er sich jetzt aber noch schneller, weil Scripterei. 10-4, 12-2. Aktuell wäre Vettel weiter beim Heimspiel. Auf einmal ist Alonso eine halbe Sekunde vor uns. Okay, alles klar. Perez, Hülkenberg schiebt sich auch nach vorne. Eine einfache 1-11 würde jetzt nicht mehr reichen. Vettel 10. mit 11-3. Das wird interessant. Ausgeschieden sind. Wo ist Kimi? Nicht auf der 15. Straw auf der 16, dann kommen Magnussen, Ricardo, Kimi und dann Sirotkin. Ricardo und Kimi auf den Gelben. Unser Rivale Ricardo hat sich mit seinem schwachen Wagen wieder verpokert. Aber dafür kann er nichts, denn das ist voreingestellt. Das meiste bei Cover 1. Bestenfalls einfach 11-4. Wobei das noch nicht reichen würde. Also 2 Runden fahren wir mindestens, vielleicht sogar eine dritte auf den Gelben. Die härtesten müssen dann im letzten Stint gefahren werden. Wenn wir Q3 überhaupt erreichen. Gelbe Reifen 993.000 langsamer. Na dann mal auf in den wilden Kampf. Red Bull fährt aus. Verstappen. Sonne scheint jetzt mehr. Jeff sehr leise. Bestätige. In Q3 soll es ja am Ende nochmal viele Wolken geben. Und da ist ein Force India, aber der bleibt hinter uns. Nach vorne haben wir genug Platz. Wenn keiner rauskommt. Los geht's. Kacke. Startplatz 15. Hm.
angefangen hat es hier, dann wollte ich hier zu viel Gas geben, habe ich auch, habe zu wenig rausgenommen und dann kommt das bei raus. Jetzt hält uns gleich noch der Force India drauf. Moment. Wo ist der gerade? Na, er könnte noch ausweichen. So einen auf Timo Glock haben wir nicht gemacht, aber der ist auch nicht so weit nach links gekommen. Damals in seinem Toyota. Ach du Kacke, und das beim Heimspiel. Teamziel jetzt also noch nicht erreicht. Ah, der weicht aus. Platz 15, da werde ich neue Teile mitnehmen. Dann spare ich mir das neue Teile mitnehmen, vielleicht in Belgien und in Italien. Da wäre es auch ein Thema gewesen. Oh Mann. Die fahren einen Neuner. 9-5 Hülkenberg. Ausgeschieden Hamilton, Pierre Gasly, Bottas, Grosjean und wir. Ei, 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 ei. So ein blöder und unnötiger Mist. Aber ich sehe es am besten gleich wieder positiv. Wir können uns guten Gewissens neue Teile gönnen und beim Start können wir auch die weißen draufschnallen. Und? Es fällt mir gerade noch ein unterhaltsames Rennen steht bevor, da wir uns durch das Feld fliegen können. Darauf freue ich mich jetzt dann doch in dieser blöden Situation wieder am meisten. Und damit bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss. Ach ja, und abschalten.